Also, meine Lieben, da sind wir wieder beim, ja, für mich letzten Part von Silent Hill. Mal gucken, wie viele es werden, da das Nowhere netterweise keine Karte hat. Gut. Der Sound hier ist auch mal was ganz anderes. Haben wir denn 13 davon, 10 davon, 3 da. Ja, das dürften genug Schuss sein. Jagdgewehr hebe ich mir auf. Jo, passt doch. Oh, der Floor ist jetzt auch weg. Alles klar. Gut. Ich hoffe wirklich, dass ich mich zurechtfinden werde. Denn, ja. Diese Ansicht hier ist so creepy. Like this. I have a feeling if I take the elevator down, I'll find it. Cheryl. Herzlich willkommen im Nowhere. So. Das wirklich fiese ist. Erstmal ist das hier der Ort, wo ich eigentlich schon was zeigen wollte. Im Sinne von mit dem Vogelkäfig. Das ist nämlich hier. Und ja, da ist ein Schlüssel im Wasserhahn. Aber ich bekomme ihn nicht heraus. Ja, dafür brauchen wir ein anderes Item. Ja, worauf ich hinaus wollte. Das Nowhere. Was ist das Nowhere? Sagen wir so, es ist... Ich würde es mal als... die finale Ebene von Alessas Unterbewusstsein bezeichnen. Da... im Nowhere, hinter jeder Tür, sagen wir mal... ein anderer Teil aus Silent Hill zusammenschmilzt. Wie zum Beispiel jetzt hier. Da hängt jetzt ein Schlüssel drin und wie ihr hört, man sieht zwar nichts, aber da drin ist ein Vogel, der flattert. Das wollte ich euch eigentlich schon im Krankenhaus zeigen, aber nein, da war es ja noch nicht. Mein Gedächtnis mich verlässt. Ja. Wir werden hier so viele Sachen wiedersehen. Spot Farleck ist an die Tür, ist in der Tür eingeschnitzt. Ja, und das war. Sagen wir mal, ich schätze mal, dass es das Lachen von Alessa war, auch wenn die Vorstellung schon ziemlich krass ist, denn Alessa und Lachen? Vielleicht früher mal, aber. Gut, ja, hier sind wir wieder im Antiquitätenladen. Was sehr nett ist, da die Leute hier etwas Schrotmunition für mich haben. Ja. Mein Kopf ist gerade schon ein bisschen kaputt, also kann sein, dass ich doch ein bisschen verwirrt bin. Ja, eine alte Uhr, in der Mitte befindet sich eine quadratische Öffnung. Der Zeiger der Uhr. Er ist ein Schlüssel. Ich komme nicht heran wegen des Uhrglases. Gut, wir müssen also einen Weg finden, um das Glas zu öffnen. Und ja, ich speichere mal wieder. Der arme Buckel. Geh weg.
tritt auf das Ding. Okay, das Ding ist schon weg. Ja, er bewegt sich nicht mehr. Gut, diese Überraschung würde uns nicht erspart bleiben, dass wir ab und zu, ja, wenn wir aus einer Tür rauskommen, wieder überrascht werden. Das Wort Ophiel ist eingeschnitzt. Ja, und das hier ist der Weg ins untere Geschoss. Wenn ihr euch noch dran erinnert, also das hier ist ein Part jetzt aus dem Krankenhaus, beziehungsweise ein Großteil der Gänge ist aus dem Krankenhaus, auch wenn das hier jetzt ja ein Klassenzimmer ist. Und ja, was wieder die Einsamkeit von Alessa darstellen soll. Und ich habe, glaube ich, in der Schule irgendwann gesagt, dass wir das in irgendeinem Klassenzimmer, das wäre das Klassenzimmer von Alessa. Und ich glaube, ich war aber im falschen Raum, denn es gibt einen Raum, wo wirklich hier eine Reihe steht, also wo halt normale Schulbänke stehen, dann eine Reihe Platz ist und dann noch ein einzelner Stuhl da steht. Das ist das Zimmer, in dem Alessa drin war. Und hier finden wir den Schraubenzieher und eine Zange. So, da wir die Zange gefunden haben, können wir uns jetzt auf jeden Fall mal den Schlüssel nehmen, der im Wasserraum ist. Wasserraum, Wasserhahn meine ich. Und ja, das kann ein Gesuche werden. Ich und mein Gedächtnis. Aber es müsste, ja, es war glaube ich der erste Raum, in dem wir drin waren. Von daher, nee, es war der Vogelraum. Dann war es der. Ja, gut. Kennt ihr dieses komische Gefühl, wenn es eigentlich saukalt ist, weil man aber es auf einmal einem total warm wird und man richtig anfängt zu schwitzen, obwohl man sich eigentlich den Arsch abfrieren müsste? Ja, ist total gestört. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt den Schlüssel für die Ophiel-Tür gekriegt, dass das diese hier sein muss. Ja, und wir können in den Ophiel-Flügel. Und ja, hier ist das nächste Rätsel. Beziehungsweise die Tafel kennen wir auch schon aus dem Krankenhaus, die ich euch da gezeigt habe. The Grim Reaper's List. Mit Namen und ja, Alter und Name, muss man eigentlich sagen. Ich werde jetzt zwar die Etage doch noch dann... Oh! Ja. Auch ein nettes Rätsel. Diese Dinge hier sollen uns eigentlich einen Hinweis geben. Da steht 10. 2. Also 10 beim Krebs, 2 bei der Waage, 0 bei den Fischen und 4 beim Pferd. Gemeint sind Gliedmaße. Was beim Ochsen 4 sind. Ach so, ja, ich hält. Es sind ja mehrere. Ja, das ist ein Minotaurus sozusagen mit einem... Ist das... Heißt das so? Oder war das anders? Auf jeden Fall, ja, unten Pferd, oben Mensch, sind 6 Gliedmaßen. Der Ochse oder der Stier hat 4. Und die 2 Kinder haben 8. Also sind wir bei 6, 4, 8, wenn ich mich nicht irre. Hä?
Ich hab gedacht, ich hab da alles richtig gemacht. Warum funktioniert der Scheiß nicht? Ach. Ich hält. Da sind ja überall so drei Noppen. Also so ein paar Noppen. Das hier ist jedoch vier gut. Dann sind das hier acht. Und hier sind es die sechs. Und wir haben den Zeitstein bekommen. Ich bin gerade am Überlegen, haben die verschiedene Farben die Krankenschwestern? Weil dann könnte es sein, dass die Grünen stärker sind als die Blauen. Oder war das alles grün? Und ich habe einfach nur Farbenblindheit, so eine temporäre. So, ja. Hier ist auch. Ich weiß zwar nicht mehr, wo man den Hinweis findet, aber irgendwo hieß es dann, man soll. Da ich weiß, wie man es löst, mache ich jetzt direkt, ja, egal wo man es her hat, auf jeden Fall, ist das Ding, also ist der Hinweis, dass man die Personen nach Alter ordnen soll, was von klein, also von jung nach alt passiert, was im Endeffekt Albert, Edward, Lydia, Roberta und Trevor ist, beziehungsweise die Anfangsbuchstaben A, L, E, R, T. Oder auch Alert. Und die geben jetzt dann hier ein A, L, E, R, T. Und damit müssten wir jetzt in die Leichenhalle kommen. Wenn ich mich recht erinnere, dann müsste das hier dieser. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee. Gut. Dann müsste das hier dieser. Ja, Durchgang sein. Ja. Hier liegt auch wieder nichts. Gut, dann können wir wenigstens hier dran touchen. Das ist ein Amulett von Salomon. Natürlich nehmen wir mit. Harry? Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry. Thank you.
Lisa. Und damit habt ihr meine Lieblingssequenz, Szene, Video, was ihr es auch immer nennen wollt, in dem ganzen Spiel gesehen. Ich krieg jedes Mal so eine abartige Gänsehaut, wenn ich die Szene sehe. Und ja, ich wollte die Szene nicht kaputt machen, da ich, obwohl ich sie so geil finde, immer wieder lachen muss, da Lisa, wenn sie auf Harry zugeht, so eine dermaßen, so eine Schräglage hat im Rücken, dass es nur lustig aussieht. Und ja, auch etwas, was viele nie gemacht haben, zurückgehen. Und wir finden Lisas Tagebuch. Bitte den Arzt, mich vor der Pflege dieser Patientin zu entbinden. Es ist so unheimlich. Noch am Leben, aber mit unheilbaren Wunden. Habe dem Arzt gesagt, dass ich kündige, will nicht mehr in diesem Krankenhaus arbeiten. Das Zimmer ist voll mit Insekten. Selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern kommen sie herein zum Krankenhaus. Fühle mich schlecht, muss erbrechen, aber nichts kommt heraus, erbreche nur Galle. Blut und Eiter fließen aus dem Wasserhahn in der Toilette. Ich versuche es zu stoppen, aber der Hahn lässt sich nicht zudrehen. Brauche Medikamente. Hilfe. Damit haben wir zwei Erklärungen. Nummer 1, wieso Lisa immer noch hier ist. Und Nummer 2, warum Alessa auf der einen Seite Insekten hasst, aber auf der anderen Seite manche davon liebt. Und die Musik an dieser Stelle, ach, einfach nur göttlich. Was anderes kann ich dazu nicht sagen.